Der Libanon ist eines jener biblischen Länder, in denen Jesus Christus lebte und wirkte. Ein Land, in dem Menschen verschiedener Glaubensrichtungen jahrhundertelang friedlich und in Eintracht miteinander lebten. Hier wohnten Christen des östlichen Ritus, Maroniten, Melchiten, Armenier, Syrer, Chaldäer und Christen des lateinischen Ritus im Einklang mit Gläubigen der abgespaltenen muslimischen Gemeinschaften, mit Sunniten, Schiiten, Drusen, Alawiten und Ismailiten. Der Libanon hatte immer Menschen willkommen geheißen, die nirgends sonst überleben konnten oder die anderswo verfolgt wurden. Deshalb leben heute noch 18 verschiedene Glaubensgemeinschaften in unserem Land. Der Libanon sieht dies als seine besondere Verantwortung im Nahen Osten. Religiöse Vielfalt verschafft dieser Region geistigen und kulturellen Reichtum. Darin liegt aber ebenso die Wurzel für den Zusammenbruch des Friedens und der Einheit im Libanon in den Jahren 1975 bis 1991. Es gab einen Krieg zwischen Christen und Muslimen. Jeder musste seine religiöse Zugehörigkeit bekennen und für die Verteidigung seines Glaubens kämpfen. Menschen haben im Namen ihrer Religion getötet. Sechzehn Jahre dauerte der Bürgerkrieg, der 1991 endete und einen zerstörten Libanon hinterließ. Die benachbarten Länder begannen sich in die internen Angelegenheiten des Landes einzumischen und verstärkten die Feindseligkeiten zwischen den Religionen. Eigentlich verfolgten sie aber andere Ziele. Israelische und syrische Truppen besetzten das Land zweimal. Meine Eltern und ich haben diesen Krieg nie als internen Konflikt betrachtet. Eher ist er eine Gelegenheit für fremde Mächte, den Libanon zu zerstören. Vor dem Krieg gab es ein gutes soziales Miteinander in diesem Land, das durch den Krieg zerstört wurde. Der Krieg im Libanon kostete 150.000 Menschen das Leben und die Verluste werden auf mehr als 150 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Unruhen zwangen viele Christen zur Emigration. Viele Christen haben das Land verlassen. Von über einer Million Emigranten sind ungefähr 300.000 zurückgekehrt. Mit anderen Worten leben 800.000 libanesische Christen im Ausland. Das ist bei einer Gesamtbevölkerung von weniger als 4 Millionen Menschen eine große Anzahl. Die Unterzeichnung des Taif-Abkommens von 1991 war der Wendepunkt im libanesischen Bürgerkrieg. Aufgrund der nationalen Friedenscharta haben die Muslime die Oberhand gewonnen, wohingegen die Maroniten ihre führende politische Stellung verloren. Der Krieg endete schließlich, hauptsächlich durch den Sieg der nichtchristlichen Fraktion. Auch nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Taif spüren wir dies. Sie sagten, jeder würde die gleichen Chancen bekommen. Stellen, die vor dem Krieg nur Christen innehatten, seien nun nach dem Taif-Abkommen auch für Muslime zugänglich. Allerdings ist das nur Theorie. Die Realität zeigt, dass Positionen, die zuvor mit Christen besetzt waren, jetzt ganz schnell in die Hände von Moslems übergehen. Da die Libanesen unter den politischen und den wirtschaftlichen Folgen des Krieges leiden,
versuchen sie nun, ihre innere Stabilität wiederzugewinnen und zu festigen. Christen sind nach Ende des Krieges zu einer Minderheit in einer muslimischen Gesellschaft geworden. Eine Minderheit, die besorgt zusehen muss, wie eine immer stärkere Islamisierung des Staates und zunehmende Korruption die Zusammenarbeit von Christen und Muslimen auf Staatsebene schwierig macht. Viele Christen haben das Land verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben an einem anderen Ort. Dies alles geschieht aufgrund der Wirtschaftskrise. Aber zunächst und vor allem, weil die Christen nicht mehr glauben, dass der Libanon auch ihr Land ist. Dass ein junger Mann sein Land verlässt, um in Europa Arbeit zu suchen und seine Familie versorgen zu können, ist ziemlich normal. Leider bleiben manche aber für immer fort. Trotzdem gibt es einen Hoffnungsschimmer. Christen, die im Land geblieben sind, arbeiten daran, Brücken der Verständigung zu bauen. Das beginnt schon im Alltag des einfachen Bürgers. Christliche Schulen spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir möchten unsere Kinder im Geist der Freundschaft und der Toleranz gegenüber anderen religiösen und politischen Ansichten erziehen. Die Kinder sind frei. Wir wollen Einheit schaffen. Dafür ist aber Liebe nötig. Das heißt Liebe zum eigenen Land, Liebe zum Nächsten und ein Verständnis für menschliche Werte. Wir glauben, dass alle Menschen die gleichen Werte haben. Das versuchen wir unseren Schülern zu vermitteln. Christliche Schulen öffnen ihre Türen für Kinder aus muslimischen Familien und staatliche Schulen sind bereit, christliche Kinder aufzunehmen. Jüngste Schätzungen ergaben, dass ein Viertel aller Schüler im Libanon eine katholische Schule besucht. Davon sind 20% Muslime und 72% Christen. Hier in der Schule können erste Freundschaften entstehen. Früher war ich auf einer christlichen Schule. Jetzt gehe ich in die muslimisch-christliche. Ich denke, dass Vielfalt wichtig ist, da der Wert eines Menschen ja nicht nur aus dem eigenen Glauben und der Tradition besteht. Mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuleben beeinflusst die Entwicklung des Einzelnen. Die Ordensschwestern in den Krankenhäusern tragen in beispielhafter Weise zum freundlichen und friedlichen Nebeneinander von Christen und Muslimen bei. Im Geiste der christlichen Nächstenliebe helfen sie allen, die krank sind und leiden. Wir sind Bürger dieses Landes, genau wie jeder andere auch. Ich glaube, unsere Anwesenheit ist vor allen unseren Mitbürgern, egal ob Christen oder nicht, als stets positiv betrachtet worden. In einigen Gebieten, zum Beispiel in Baalbek und Mashrawa, betreuen wir auch Muslime. Libanesen haben eine besondere Verehrung für die Mutter Gottes. Und nicht nur Christen, sondern auch Muslime wenden sich mit ihren Problemen an sie. Vor allem im Mai, aber auch im Oktober wird Maria bei uns besonders verehrt. Der Priester der benachbarten Gemeinde organisiert zusammen mit anderen Gemeinden eine Prozession ihr zu Ehren. Die Prozession bildet einen Zug durch das ganze Dorf. Und wenn wir das Krankenhaus erreichen, errichten wir einen Altar. Patienten, die sich bewegen können, wenn auch nur auf Krücken, Krankenschwestern, Ärzte, Eltern, die ihre Kinder besuchen. Alle nehmen an dieser Feier teil. Auch Muslime, die gerade im Krankenhaus sind. Es ist kein Geheimnis, dass unsere muslimischen Brüder und Schwestern die Mutter Gottes ebenfalls sehr verehren. Sie nennen sie Mariam. Musik
Die geistlichen Oberhäupter im Libanon, sowohl die der Christen als auch der Muslimen, betonen, dass Dialog, gegenseitiges Vertrauen und Respekt die Eckpfeiler für ein Zusammenleben von Christen und Moslems sind. Beide Gemeinschaften haben ihren Platz im Libanon. Auf seiner Pilgerreise durch den Libanon im Jahr 1997 hat der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., alle Libanesen, besonders aber die junge Generation, aufgerufen, auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten, um für die gute Sache aller einzutreten und dabei keinen einzigen auszuschließen, weil wir einer für den anderen verantwortlich sind. Das Zusammenleben von Religionen betrifft die ganze Welt. Menschen sind fähig zu lieben und mit ihren Brüdern und Schwestern in Frieden zu leben. Wenn wir unsere Unterschiede vergessen, wird die Liebe siegen.